TV Straßensound. Beatrice, darf ich dir eine Frage stellen? Und zwar ist es ja jetzt so, dass viele Künstler was mit Hip-Hopern machen und mit Rappern, deutschen Rapper. Könntest du dir was vorstellen, mit einem deutschen Rapper was zu machen, musikalisch? Wer weiß, was die Zukunft bringt. Musikalisch bin ich immer sehr offen. Ich bleibe natürlich meinem Schlager treu, aber mal so ein Cross-Projekt zu machen, warum nicht? Wäre das eine Herausforderung für dich? Ja klar, das wäre eine Herausforderung. Ich glaube, es wäre auch für die Zuhörer ein spannendes Projekt, was wieder für viel Gesprächsstoff sorgen würde. Hast du denn da einen Favoriten im Rap-Bereich? Ja. Wie heißt der? Mal gucken. Sag ich jetzt nicht, aber mal gucken. Schönen Abend noch, Dankeschön. Du meinst, was heute in der Straße gehört? Ja, Mann, natürlich, Alter. Ich bin am Puls der Zeit. Ich ziehe mir täglich, nein, in der Woche 2, 3 neue Platten.